Box, genau richtig. Ich habe gerade die Bühne hier eingebaut. Ich habe mir eine Twingo-Bühne gegönnt. Also wollte ich schon immer haben, weil hier die Reifen ja machen, wegen diesem TSI. Stand der ja eine Woche, hat ja die Bühne blockiert. Petron blockiert ja immer noch die Bühne. Ja. Dann haben wir echt nur eine Bühne gehabt und das war so schwer. Reifensaison gewesen. Ach. Am Anfang habe ich alles angeschlossen. Ne? Dann dachte ich, weil die Sicherung ist immer rausgeflogen. Okay. Bis ich da angerufen habe, echt, Support bei Twinbush, Hammer. So erzählt, zack, 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 also, was für eine Sicherung? Ich so, B16, C16 einfach. Dann klappt das auch. Ich so, echt? Okay. Baumarkt, C16 geholt, eingebaut, siehe da. Es funktioniert. Leute, wenn ihr mal so eine Bühne euch mal gönnt, holt euch diese, wie heißen die? Polyurethan. Wie heißen die? Polyurethan. Wie? Polyurethan. Was? PO-Platten. Gönnt euch das. Das ist mitgeliefert, habt ihr diese vier normalen Gummiplatten. Ihr nehmt das einfach, guckt einfach, wo ihr das ungefähr dran machen müsst und dann einfach hin tun. Das ist so geil. Einschalten. Guck mal, wie schnell der ist. Wow. Reicht völlig aus. Reifenwechsel, Bremsenwechsel, vielleicht noch Ölwechsel, also je nachdem, holt euch noch so einen geilen Tepco-Stuhl, sitzen, Bremsenwechsel. Das ist so geil, ihr habt sofort eine Ablagefläche. Ich feier sowas, dieses in Ruhe arbeiten, ne, das, da merke ich schon, ne? Ich werde ja jetzt bald 23 und deswegen merkt man das schon. Ja, ne? Auch wie schnell er wieder runterkommt. Ne? Flüssig. Wow. Geil, ne? Das ist richtig gut. Geil. Das nichts ist unten beschädigt und ihr seht, die Abdrücke sind nur hier. Das ist aber ist normal, nichts. Dass dann so ein Ja klar, das ist ja weich. Reinkommt, das ist geil, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich habe das Ding natürlich gekauft, nicht, dass ich das geschenkt bekommen habe oder so. X-Trons haben wir eingebaut, das Radio ist so geil. Ich mache wieder meine Lieblingsmucke an. Ey, funktioniert noch unser Automat-Check-Up? Ja, wow. Ach so. Ey Leute, ich weiß nicht warum. Leaving Home funktioniert auf einmal bei mir. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Ja, guck mal, das war nicht lang gegangen. Siehst du das nicht? Nur Standlicht. LED-Licht. Zack. Wir haben so ein geiles Radio, was alles bietet. Dann bauen wir natürlich auch eine Rückwärtskamera ein. Ihr kennt das natürlich. Hier gibt es auch so geile Adapter, auch mit LED und so. Dran bauen. Zack. Habt ihr hier eine Kamera. Finde ich auch geil. Letztes Mal noch beim Audi. Aber bei dem Golf will ich das nicht, weil das ist hier ein Winterprojekt. Im Winter habt ihr das ja oft gehabt bestimmt. Salz, Wasser, Schnee taut auf. Was passiert? Alles wird dreckig. Ne? Hier, guck mal. Wie alles schon hier dreckig. Ja, guck dir das mal an. Okay, ich habe den Wagen auch nie sauber gemacht, aber trotzdem wird es schnell dreckig. Ihr seht einfach nichts mehr. Habe ich mir eine andere Kamera gegönnt. Die kriegt ihr auch nicht hier. Also ich habe die hier nirgendwo gefunden. Ob das jetzt einer anbietet in Deutschland, weiß ich gar nicht. Ich habe das aus China bestellt. Und wir werden eine Flip-Kamera einbauen. Kennst du meinen Tiger noch? Ja. Kamera, wo war die verbaut? Hinten, unter dem Emblem. Sobald wir den Rückwärtsgang reingemacht haben, ist dieser Emblem, warte, ich muss den festhalten, ist nach oben gegangen und da kam die Kamera raus. Ne? Die kam nicht raus, die war einfach da zu sehen halt, ne, hier. Die fährt noch ganz leicht raus. Ja. Ah. Und sowas habe ich mir gegönnt. Es ist eine Flip-Kamera. Das heißt, es ist, ich weiß nicht, ob es bei Golf 6 das schon gab. Ich nicht. Ich glaube, bei Golf 7 war das. So sieht das Ganze aus. Ne, ihr habt doch so ein Emblem. Oh, haben sie mitgeschickt? Haben sie sogar mitgeschickt. Mit drei Schrauben fixiert. Elektrischen Anschluss haben wir. Dann haben wir die altmodische Kameraanschluss. Das ist auch sehr interessant, weil ich weiß auch nicht, was wir alles brauchen. Dann haben wir nochmal für die Kamera einen Anschluss. Keine Ahnung, was das sein soll. Kann sein, dass hier einen integrierten Widerstand drin ist. Du kannst das ganz normal aufmachen. Und du siehst ja auch keine Kamera hier, ne? Ja, stimmt. Genau, aber zack, so geht das auf. Aber sobald du Rückwärtskamera machst, geht das hier auf. Zack, siehst du? Und die Kamera ist nicht draußen eigentlich. Und da drinnen versteckt sich die Kamera. Wenn wir den Rückwärtsgang reinmachen, fährt die raus und dann haben wir eine Rückwärtskamera. Das werden wir hier einbauen. Also, ich werde es ausprobieren. Anscheinend passt das bei vielen Modellen. Ich habe schon alles vorbereitet. So sieht das aus. Aber wenn ich so mir anschaue, das Ganze, das sieht schon identisch aus, ne? Was das hier ist, will ich euch später zeigen. Drei Schrauben. Das probieren wir nochmal direkt aus. Alter, guck mal, machen wir den mal hier ab. Und dann gucken wir mal, ob der schon Geräusche macht. Hier. Schließen wir den mal erstmal provisorisch an, weil nicht, dass das kaputt ist und es funktioniert nicht. So, Stecker ist schon mal gut und dann gucken wir mal. So.
Okay. Warum? Macht er gar nichts. Aber ob er noch mal Strom braucht, kann ich dir nicht sagen. Wir bauen den erstmal aus und dann schauen wir mal. Drei Schrauben, wir lösen das Ganze mal. Wow. Ihr wisst nicht, wie ihr es einbauen müsst. Sowas liebe ich. Wenn ich nicht weiß, wie das eingebaut wird. Ne, zu lernen, so, ach, oh, guck mal, ah, so hätte ich das machen müssen. Ah, nee, so. Ach so, ah. Und dieses A-Effekt, das liebe ich immer. Und dann kriegt ihr den so ab. Guck mal, wow, guck mal, wie dreckig das ist. Guck mal, da ist ja viel Wasser reingekommen. Ja, hier ist eine Dichtung, haben wir gar nicht, ne? Guck mal. Hui, guck mal. Ja, und das Problem ist ja, dieses Wasser kommt dann hier rein. Das ist ganz normal, na klar. So, machen wir den mal sauber. Der war ja echt dreckig. Ja. Wir machen auch sofort das Ding rein. Ne? Wenn man nichts anderes beachten soll? Nee, muss. Also hier, guck mal, zack. Dann kannst du das aufhängen, dann passt das schon. Das ist geil, das heißt, du machst den einmal rein und hängst den direkt auf. Stichst das mal gleich wieder an. Und dann alle drei Schrauben wieder festmachen. Ne, also passt genau, bis jetzt, top. Für die Kamera. Dann haben wir hier so einen Anschluss, sehe ich. Zack, boah, da geht aber schwer rein. Und dann, ach hier, guck mal, haben wir auch noch einen Anschluss. Okay. Also, dann haben wir noch ein Kabel. Den könnt ihr auch nur einmal reinmachen. So, und dann richtig rein. Und dann haben wir einmal Plus. Das können wir auch direkt vom Radio nehmen. Also, ist das Ding so langsam? Ja, ja, klar, wir müssen ja bis nach vorne das Ganze machen. Nicht jetzt? Mhm. Oh mein Gott. So, den machen wir jetzt einmal provisorisch nach vorne dran. Alter, komm. Hier steht ja wieso alles. Kamera in, 12 Volt. Machen wir den mal provisorisch dran. Zack. Und dann nochmal Kamera in. Steht bei uns auch. Zack. Isolieren das gleich mal schön. Diesen Anschluss müsst ihr auch noch drauf machen, da haben wir Plus und Minus. Dann lasst uns einmal mal provisorisch gucken, ob es funktioniert. Mhm. Das heißt, wir müssen Plus und Minus drauf machen. Zack, Masse haben wir auch. So, Boost ist drauf. Bam, das Ding funktioniert schon mal. Und das müsste auch für den Rückwärtslicht sein, dass er diesen Signal vom Rückwärtsgang kriegt. Okay. Dann weiß er, der musste die Kamera raus. Ja, also müsste der jetzt, wenn wir den jetzt hier so anschließen. Ja! Zack. Und dann ist er so an. Okay, wie lange bleibt der jetzt so an? Bis du es wahrscheinlich den Gang rausholst, oder? Ach nee, guck mal, der geht selber irgendwann. Ach, der macht dann selber irgendwann Kaffee. Jetzt höre ich aber auf, du. Ach, guck mal, man sieht es auch wohl. Die Qualität ist ja Hammer. Das ist der Rückwärtsgang. Okay. Dann haben wir hier nochmal Plus, Minus. Da haben wir noch extra so eine kleine Sicherung gemacht. Das ist euch jetzt selbst überlassen. Ob ihr das einmal bis nach vorne hingeht und das Ganze anschließt. Ist nochmal zweimal gesichert. Das heißt, einmal hier eine Sicherung und nochmal hier eine Sicherung. Leute, ganz ehrlich, das ist einfach viel zu viel. Den müssten wir dann von links verlegen. Oh nein. Und den müssten wir von rechts verlegen. Nee, dann müssen wir überlegen. Ne, das ist schon tricky. Das andere ist Rückwärtsgang. Das Geile ist, Rückwärtsgang haben wir hier, Aldosch. Mhm. Das ist das Gute. Wenn wir keinen Dauerstrom haben, funktioniert unser Schloss nicht. Also funktioniert das schon mal. Gut, ich verlege das Ganze jetzt. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und dann sehen wir uns, wenn wir das Ganze verbaut haben. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir das gemacht haben. So. Weil hier müssen wir jetzt erstmal die Kabel verlegen. Diese Kabel müssen einmal hier durch und danach hier raus. Das macht. Oh, genau hier. Genau in die Spitze, nein. Oh, das hat sich schon blutest du? Ich weiß nicht. Wollen wir mal gucken? Ne. Jetzt müssen wir unsere ganzen Kabel hier durchstecken. So, wie sieht's denn aus? Ja, ich habe gemerkt, dass das hier war ja kaputt die ganze Zeit. Was ist das? Scheibenwischanlage hinten. Und Wasser. Was geht da Wasser durch? Wasser. Ja. Ich sehe es auch irgendwie. Hä? Das ist hier eine Spitze. Du siehst die Spitze? Glaub ich, mach deinen Finger weg. Ja. Yes, verloren.
Er hat verloren. Und kommst du voran? Ja, wir sind hier fertig. Alles verlegt schon mal? Alles verlegt. So, dass wir den auch später wieder schön zusammenbauen können. Und jetzt das Kabel nach vorne verlegen. Alles anschließen. Und das war's. Essen? Ich glaube, wir bleiben stecken. Ready to go. Jetzt lang. Und Zündung. Guck mal, Rückwärtsgang. Guck mal, wie schnell der jetzt reagiert. Also alles reagiert, auch Radius. So, zack, bam. Muss ja wieder vorne nach hinten. Ja, zack, damit die Kamera auch sofort da sofort ist. Wieder da, ja. Dass er nicht sofort reinfährt. Genau, jetzt, genau. Sieht jetzt das auch originalmäßig aus? Das werden wir sehen. Also das ist auf jeden Fall dabei. Was ist denn hier noch dabei? Ach, guck mal, da ist noch was dabei. Ist das, kann das sein, dass das ein Aufkleber ist? Was soll das sein? Schwarz oder was ist das? Es kann sein, dass ein Aufkleber noch zusätzlich, oder kann das sein? Keine Ahnung, was das ist. Nee, ich glaube Innenfenster. Ja, okay, komm, schauen wir das mal an. Jo, ja, hast du recht. Ja, ja, hör doch mal auf mich. Ach so, guck mal, damit das Schwarze so schön auch schwarz hier bleibt. Ah, schön. Das ist schön. So, und dann packen wir das mal so drauf. Ja, wie schön. So, es das passt. Das glänzt so schön. Ja, und jetzt sitzt der. Das ist überall schön. Oh, guck mal, wie neu der ist aussieht. Natürlich, das Auto ist jetzt neu, sozusagen. Ja. Ja. Ist aber vom Dings her, optischen her, ist das gut gemacht? Das ist super. Also das glänzt sogar. Ja, so, guck mal. Nehmen wir mal das alte. Ja gut, das ist jetzt auch dreckig und alt. Ja, aber ist egal, ich finde das schöner. Das schön auch Hintergrund, dieses Schwarze gefällt mir. Vorsicht! Der Wahnsinn, wie schnell das runtergeht bei 5 Uhr. Beste! Gerade wo wir das hier abgemacht haben, was haben wir gesehen? Was haben wir gesehen? Wasser. Da ist so ein, ja, genau, genau. Oh, das kann ja auch ins Innere eindringen. Genau, Wasserabfließrohr. Und wo kommt das hin? Zeig dir. Das hier müssen wir abmachen. Steht so in der Beschreibung drauf, das machst du raus. Und dann, oh, warte. Das springen wir ein bisschen ein. Und dann kommt das so rein. So gerade. Guck mal, wo der rauskommt. Zack. Ah, guck mal. Das machst du erstmal drauf. Das haben wir drauf. Und dann, guck da. Seitenschneider. Na, noch ein bisschen mehr. Ja. Nee, nee, da muss ja gerade fließen. Glaub mir. Das ist aber perfekt. Du hättest zu wenig abgemacht. Nee. Zu viel. So, so. Und dann fließt das Ganze hier durch diesen Loch. Also alles, was da jetzt sich sammelt, genau, da oben. Das sammelt sich hier oben und dann kommt das hier raus. Zack. Warum gibt es das nicht in Original? Keine Ahnung. Schön, der wieder gleich reingeht. Komm, geh rein, Mann. Okay. Ja, kann ich auch. Einfach nur geil. Also das Ding kostet nicht viel. Ich habe knapp über 100 Euro dafür bezahlt. War voll geil. Könnt ihr eigentlich bei allen VW-Modellen machen, die so einen Heckklappen haben? Könnt ihr das umrüsten? Also ich finde es geil. Was hatten wir jetzt noch für Probleme? Haben wir jetzt eigentlich alles ready bei den? Wir haben keine Probleme. Was für Probleme? Warum brummst du so negativ? Mhm. Wir haben alles gemacht. Was willst du noch? Nein, ob der noch irgendwas hat. Nee, oder ob der hat jetzt alles gemacht hat. Also jetzt hat er ein Android-Radio von Xtrons und eine hammergeile Rückwärtskamera. Ja, total. Nee, aber weißt du, was geil ist, Aldosch? Mhm. Guck mal, wie das jetzt glänzt und guck mal die Farbe an. Klar, nein, das ist ganz also, schön. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt, wie wir das hier polieren. Ja, dann müssen wir es mal kannst gucken. Du polieren?
Ich würde es gern probieren. Ich auch. Ne, in der Lackierkabine. Da können das wir das so polieren. Idee. Siehst du das? Boah, guck mal, bei dem war das gut, das ist warm. Ja. Ja, das ist ja extra so ein Licht, damit du das siehst. Sehr schön. Ja? Und dann können wir mal echt mal uns austoben. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Wenn das euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Kraftsituation. Bis dann und rein. Ciao. Adolf, danke schön. Bitte. Ich habe Kamera. Kamera da drin. Ja.